Der Leistungskurs Erdkunde des Gymnasiums am Stoppenberg in Essen durchlebt im selbstentwickelten Spiel Meine Balkanroute Einzelschicksale syrischer Flüchtlinge. Auf ihrer Reise erreichen die Spielcharaktere Stationen, an denen sie lebenswichtige Entscheidungen treffen müssen. Ah, wenn du eine 1 oder 2 würfelst, sinkt das Boot. Du stirbst und musst eine neue Charakterkarte ziehen, um von vorne zu beginnen. B. Während deines Aufenthaltes im Libanon musst du in völlig überfüllten Flüchtlingslagern übernachten. Wichtig war ihnen vor allem der persönliche Austausch mit ihren syrischen Mitschülerinnen und Mitschülern, woraus die fiktiven Spielcharaktere entstanden sind. Ich habe gemerkt, dass wenn man sich ausgiebiger und detaillierter mit dem Thema beschäftigt, dass man auch anderen Leuten dann quasi die Situation so ein bisschen situationsgetreuer darstellen kann. Da macht es irgendwo Klick und dann ist diese Distanz eben weg und man macht sich tatsächlich drüber Gedanken. Und das ist ja auch was, was wir mit unserem Spiel tatsächlich erreichen wollten. Für eine Welt für alle! Wow! Die Schülerfirma Global Players im Hellenstein-Gymnasium Heidenheim produziert das Brettspiel Samana – Begegnung, die verändert. Es wurde im Austausch mit der Delhi Public School in Mumbai aus dem indischen Sportspiel Kabaddi entwickelt. Ja, wir hatten halt unsere festen Vorstellungen und die Inder haben da uns schon auf neue Ideen gebracht. Schon am Austausch selber haben die indischen Schüler das Spiel gespielt, haben gesagt, was zu verstehen ist, was man ändern müsste. Bei unserem Gegenaustausch haben wir dann gemeinsam unsere Prototypen weiterentwickelt. Zur Produktion des Spiels gründeten die Schülerinnen und Schüler die Firma Global Players. Jeder hat seine Aufgabe. Die Materialien sind aus fairer Herstellung. Aus Indien kommen gebrauchte Sari-Stoffe. Wenn man überlegt, wie komplex allein die Herstellung von so einem Brettspiel ist, dann bekommen natürlich auch die Dinge, die wir konsumieren, im Alltag eine ganz andere Bedeutung. Inzwischen wird das Spiel im Weltladen verkauft und geht beim nächsten Besuch im November wieder nach Indien. Der Austausch hat auch den persönlichen Horizont der Teilnehmenden erweitert. Ich war früher viel gestresster, wo ich jetzt einfach das viel gelassener sehe und weiß, es ist überhaupt kein Grund, sich aufzuregen. Für eine Welt, für alle! Die Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe am Canisius-Kolleg Berlin haben im Kunstunterricht 5 Fotoserien zum Thema Geflüchtet erarbeitet. Johann und Elias wählten dazu die Perspektive einer Spielfigur. Dass wir versucht haben, das Ganze auf Augenhöhe zu machen und versucht, aus der Perspektive des Menschen, der flüchtet, irgendwie herauszuerzählen. Weil ich glaube, es ist jetzt nicht nur bei dem Thema, sondern auch sonst ganz wichtig, sich einfach in andere Personen reinzuversetzen und zu überlegen, wie die sich fühlen in bestimmten Situationen. Felix und Simon gestalteten einen Koffer zur Flucht ihrer Familien im Zweiten Weltkrieg. Es war ein Stück weit das Verstehen der Lage der Flüchtlinge, wie es wirklich ist, alles zurücklassen zu müssen. Wenn ich 2 Generationen vor mir geboren wäre, sozusagen, hätte ich das auch alles mitgekriegt. Lehrerin Christina Pack möchte demnächst auch mit Willkommensklassen an der Schule arbeiten. Dass man mal so übergreifende Kunstprojekte macht. Also denn wo kann man sich besser ausdrücken und auch ohne Worte ausdrücken als in der Kunst? Für eine Welt für alle!